Ah, gut. Schön. Ja, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Das sind wir beim Weinabo im Mai. Herzlich willkommen. Ich bin der Friedemann, das ist die Theresa. Wir sind Teil des Teams von Vioneers. Ihr kennt uns wahrscheinlich schon aus den letzten Monaten und wir heißen euch auch jetzt diesen Monat wieder herzlich willkommen. Wir haben wieder einige tolle Weine mitgebracht und die würden wir euch ganz gerne einfach vorstellen. Machen Hallo Theresa. Hallo Friedemann. Hi, Hallo grüß alle dich. zusammen. Lass uns mal mit dem Goldarzelwein starten, den ihr auch alle in euren Paketen habt. Das ist der, Moment, ich halte es mal ganz kurz hin: Johannisberger Hölle, Riesling Kabinett 2020. Erzähl mir bitte ganz kurz etwas zu dem Weingut Goldarzel. Vorab, Hölle klingt sehr gefährlich, ne? Ist aber trotzdem ganz lieber Wein. Das Weingut Goldarzel ist ein sehr charmanter, sehr, sehr kleiner Familienbetrieb. Die sitzen in Johannisberg, ist quasi im schönen Rheingau, die Riesling-Hochburg Deutschlands, wenn man so möchte, auch ja, die Geburtsstätte des Rieslings. Und man schätzt auch, dass in Johannisberg quasi die Wiege des Rieslings ist, dass dort die Rebe herstammt. Dort sitzt das Weingut Goldarzel und sie produzieren schon seit einigen Generationen dort diese Rebsorte, diesen Wein. Und es gibt typischerweise für auch die Region verschiedene Qualitätsstufen oder ja, Prädikate, wie man sie auch nennt. Und hier haben wir zum Beispiel den Kabinett. Okay, wo steht der in diesen Stufen? Wenn man es überträgt, diese Qualitätsstufen, die wir haben, diese Prädikate, richten sich immer am Mostgewicht der Traube, also wie viel Zucker sie bei der Ernte hat. Okay. Und da gibt es dann quasi von klar, die ganz trockenen, aber es fängt an mit Kabinett, dann wäre das nächste die Spätlese, dann kommt die Auslese, dann kommt die Bärenauslese, dann kommt die Trockenbärenauslese, was das allerhöchste Prädikat ist. Und dann noch mal ein bisschen ja, an der Seite stehen ist dann der Eiswein. Genau, das ist nur ein bisschen eine andere Verfahrenstechnik, was man da beachten muss. Aber der Kabinett, ja, ist für mich das Erfrischungsgetränk im Sommer. Kabinett steht für mich für ein Prädikat, was eine schöne, knackige Säure, aber auch eine ganz feine Restsüße immer noch mit sich trägt. Genau. Okay, cool, ja. Spannend. Ich weiß nicht, ob man es hört. Falls im Hintergrund mal Geräusche sein sollten, wir haben hier direkt eine Schuttrinne, die an uns an der Häuserwand Wobei vorbei rieselt. Apropos rieselt. Riesling. Ja, lasst euch davon nicht stören, so ist das Leben einfach. Ja. Okay, cool. Johannisberger Hölle. Was würdest du denn dazu essen? Nichts. Nichts. Einfach so. Also tatsächlich ist für mich ein Riesling-Kabinett, der muss sehr kalt sein. Und dann ist es wirklich, das Gläschen, was man sich dann eingeschenkt hat, ist sehr schnell auch wiederum weg. Ansonsten finde ich, darf man gern auch kulinarisch in diese frische, fruchtige Richtung gehen. Zum Beispiel diese vietnamesischen Sommerrollen mit diesem Reispapier und am besten, wenn da auch noch vielleicht ein bisschen Mango mit drin ist oder ein bisschen Ananas, Garnele, die Glasnudeln, Koriander, wer mag, Zwiebel, Frühlingszwiebel. Also es darf sehr frisch, sehr fruchtig und sehr leicht sein. Genau, also das ist auf jeden Fall meine Lieblingskombi mit Kabinett. Cool, stark. Die Produkte vom Weingut Goldarzel, wir haben da ja mehrere im Angebot bei uns. Du hast gesagt, Kabinett ist so Schon ein relativ bisschen. trocken. Ja, also trocken wäre zum Beispiel der Einstiegswein, das kleine Stück. Das ist ein trockener Okay, Riesling, ein ja. sehr leichter, frischer, trockener Riesling. Das beste Fass wiederum, der Top-Riesling vom Weingut, der ist auch wieder trocken ausgebaut. Der ist Okay. wiederum kräftig. Ja. Der Kabinett fängt dann schon mit einer feinen Restsüße an. Die Spätlese wird dann noch süßer, die Auslese ist dann noch mal ein bisschen süßer. Also es geht quasi von der Süße immer eine Stufe höher, Okay. je nach Prädikat. Aber da haben wir eben auch einiges noch Da auf gibt es Lager, falls man sich da ein bisschen ausprobieren möchte. einiges zu So. entdecken und Ja. man darf keine Angst haben vor der Süße, finde ich. Also manchmal ist man immer gedacht, oh nee, ich mag nichts Süßes. Ja. Das Coole beim Kabinett ist, dass die Süße mit einer sehr schönen, knackigen, frischen Säure ausgeglichen wird. Also wir haben Süße-Säure-Spiel und das macht das Ganze so saftig, so frisch, so zestig auch. Heißt, es ist jetzt nicht babbig süß, Ja. sondern es ist sehr erfrischend. Cool.
erfrischend geht es weiter. Und zwar gehen wir nach Italien. Wir gehen zum Weingut Caiafa nach Apulien und haben da einen wunderschönen Roséwein. Ja, la dolce vita. La dolce vita. Dazu kann ich vielleicht ganz kurz zum Weingut Caiafa was sagen. Die haben nämlich ihre Reben, ihre Weinberge in einer ultratrockenen Region, da direkt an der Apulischen Riviera. Also 2 Kilometer vom Strand nur entfernt, man kann sogar mit dem Fahrrad hinfahren. Würde sich anbieten, einen kühlen Rosé im Gepäck. Ich finde es eine super spannende Region und gleichzeitig auch einen super spannenden Wein. Absolut. Der Rosato von Caiafa kommt aus der Traube Nero di Troia. Auch eine Sorte, die eine ganz, ganz intensive Aromatik hat, was sehr in dieses Beerige auch gerne reingeht. Und für mich ist der Rosato quasi ein Vorzeigeexemplar, wenn es zwar um einen trockenen, also analytisch trockenen Rosé geht, aber trotzdem wir einen vollen Korb mit Beeren, mit roten Früchten haben, also von der roten bis hin säuerlichen Zwetschge und Pflaume, bis hin zur Himbeere, so ein bisschen Johannisbeere auch noch mit drin hat, Erdbeere, aber eine Erdbeere, die vielleicht noch nicht ganz reif ist, sondern so schön frisch ist. Ah, spannend, Und ein bisschen Blüte noch mit dabei. Also es ist ein sehr schöner, sommerlicher Roséwein. Und ich finde, man merkt einfach auch dieses Dolce Vita in Apulien mit der die Sonne. Und dann hast du vielleicht doch einfach ein bisschen Antipasti und hast doch ein schönes Brot und Olivenöl und dann einfach dazu das Fläschchen Rosato. Kann man gut aushalten, glaube ich. Kann man sehr gut aushalten. Also würdest du so empfehlen, den Rosato hier als ein Aperitif ein quasi? Ja, okay. Ja. Schöner Einstieg zum Sonnenuntergang einfach. Die Freunde kommen, Roséwein wird geöffnet. Antipasti. Sonnenuntergang oder vielleicht noch eine Stunde vorher. Okay, du bist da optimistisch. Alles klar. Ja, cool. Geiler Wein. Gut. Machen wir weiter. Und zwar haben wir hier ein kleines Füchschen. Ich zeige mal ganz kurz das Etikett. La Zorra Unica. Das Weingut heißt La Zorra und der Wein ist die Unica. Erzähl mir was über die Zorra, über den Fuchs. Über die Füchsin. Die Füchsin, entschuldige. Ja. Einmal darf ich sagen. Ne? Ja. Okay, also La Zorra Unica ist für meinen Geschmack eine der unglaublichsten Entdeckungen, die wir bei uns haben. Mhm. Wir sind in Spanien, wir sind jetzt aber in keiner bekannten Weinbauregion, wie jetzt irgendwie das Rioja oder das Ribera del Duero, die großen Namen in Spanien, sondern wir sind im Sierra de la Salamanca. Kennt man überhaupt nicht, also hat man in der Regel nicht auf dem Schirm. Ja. Ist eine der jüngsten Weinbauregionen Spaniens überhaupt, die quasi dann als eigenes DOC deklariert wurden. Mhm. Heißt, sie haben offiziell ihren Namen bekommen. Das ist wie wenn man sagt, okay, jetzt ist offiziell der Rheingau das Rheingau als Rheingau-Weingebiet zertifiziert. Okay. Also, und so war es dort eben auch, genau. Also Sierra de la Salamanca ist jetzt halt das jüngste DOC in Spanien. Cool. Wir sind an der Schulter von Portugal, also quasi Portugal, die Schulter, da wo sich quasi Spanien andockt, relativ weit oben dann im Land. Und das ganze Gebiet steht unter UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein reines Biosphärenreservat. Ach krass, okay. Bedeutet, man darf dann eigentlich nichts machen. Und da wird Wein angebaut. Okay. Und jetzt darf man sich vielleicht auch so vorstellen, dass es nicht wie bei uns mit diesem Reberziehungssystem ist, dass quasi die Reben schön brav in Reihe und Glied stehen, sondern es sind freistehende, alte, knorzige Rebstöcke, die ein bisschen buschartig dann versetzt auf dieser kargen Erde stehen und so ein bisschen ihr eigenes Ding auch machen. Die Reben sind von der Rebsorte Rufete, die ist auch dort zu Hause, auch nur dort zu Hause. Und ich finde es super spannend. Das Weingut wurde gegründet von einem jungen Pärchen, die Gastronomie betrieben, also der im Restaurant. Aber Leidenschaft war schon immer auch beim Wein gelegen, bis sie sich dann quasi dazu entschieden haben, ihr kleines eigenes Weingut aufzubauen dort. Und das Resultat steht jetzt bei uns auf dem Tisch. Spannend. Super gut. Die Füchsin soll dann gleichzeitig auch die Wildheit so ein bisschen symbolisieren, wie ich das verstehe. Mhm. Geschmacklich ist er da auch wild und ungezähmt oder wie würdest du die Zorra Unica einsortieren? Es ist
Sie steht sehr für sich. Mhm. Es ist ein super spannender Wein, den ihr auch sehr gerne mal vielleicht über mehrere Stunden immer mal wieder probiert, weil sie entwickelt sich extrem, meines Erachtens. Die Nase ist primär auch sehr bärig, sehr fruchtbetont auch. Und der erste Schluck, den man dann nimmt, der gibt wiederum die ganze Power. Genau, also Nase ist primär sehr bärig, sehr fruchtbetont. Da geht es wirklich auch an die Brombeere, in die Heidelbeere. Ein bisschen auch was Ätherisches wie Wacholder. Mhm. Ja. Aber sobald man dann den ersten Schluck genommen hat, merkt man, okay, ist gar nicht so eine leichte, fruchtige Kiste, sondern das ist schon Power. Ja. Und ich finde, im übertragenen Sinn kann man es auch ein bisschen auf den Fuchs sehen. Also ein Fuchs sieht die Füchsin. Ja, die Füchsin sieht ja auch sehr. Ja, sehr süß eigentlich auch. Also eigentlich sieht ein Fuchs ja wieder süß aus. Mhm. Ist trotzdem aber ein Wildtier und ist nicht zu zähmen und nicht zu wendigen. Und der Charakter kommt wiederum geschmacklich raus. Also cool. Super spannender Wein. Und voll die Entdeckung. Voll einfach. Die Entdeckung, ja. Cool, sehr schön. Ja, mit diesen drei Weinen entlassen wir euch im Entdecker-Abo in den Mai und wünschen euch viel Genuss und viel Freude mit den Weinen und hoffen, dass ihr natürlich im nächsten Monat auch wieder einschaltet. Und wir sagen Cheers und liebe Grüße.